So, hey liebe Leute, hier sind wir wieder in Anno 2205. In unserer letzten Folge haben wir gesagt, wir gehen in die Arktis. Bin schon gespannt, was uns erwartet. Also ein bisschen weiß ich es ja. Aber hey, gemeinsam ist es noch viel cooler. Also starten wir mal. Diesmal werden die Aufnahmen länger werden, aber nicht so viel länger, vielleicht um 50% mehr, also 15 bis 20 Minuten maximal. Und ja, dann starten wir schon mal mit Ja, Akia Scholl. wärst du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen? Sie warten. Klar. Module verbessern. Okay, Tutorial. Dann gehen wir in die Arktis. Perfekt. Kommen Sie rein und werfen Sie einen Blick auf die aktuellen Richtlinien. Ach, ich habe ja schon angefangen, genau. Es könnte schlimmer sein. Aber wir müssen jetzt. Erstellen Sie eine Transferroute für Vitamin 3. Okay. Wir haben ja schon angefangen. Ist gut, dann machen wir eine Transferroute von hier nach hier. Hier können wir jetzt auswählen. Machen wir so. Perfekt. Bestätigen. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen Sehr gut. ausgesetzt zu sein. Ihr So. Arktispersonal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Jetzt produzieren Sie Neuroimplantate. Verarbeite Machen wir. Informationen. Weg. So, Neuroimplantate. Neues Gebäude verfügbar. Okay. Neue Baupläne verfügbar. Also für Neuroimplantate brauchen wir Molybdän. Ah, das braucht einen Bergbauplatz. Hier haben wir schon alles. Bergbauplatz. Wo haben wir einen? Bergbauplatz hier. Perfekt. Eine Straße. Perfekt. Ach, jetzt geht uns wieder die Logistik aus. So, ist das Transportzentrum. Hierhin. Perfekt. Zwei. Na toll. So, dann können wir das hier. Wo setzen wir das hin? Am besten. Ups. Verklickt. Am besten hierhin, oder? Oder hierhin. Ich glaube, wir setzen erstmal hierhin. Unsere Kontrollen und Kommunikationssysteme im All werden Was ist, wenn wir jetzt Stunden das hier umsetzen? Der Und hier hinsetzen? Unterwegswert. Dann haben wir plus 11, weil wenn wir das zu nahe aneinander bauen, ihr seht hier die Verbindungen, ganz blau ist sehr gut und mittelblau, also sie dürfen nicht zu nahe stehen, deswegen kommt das. So, jetzt sind wir zum Plus. Ja, hier sind wir im Plus, sehr gut, jetzt müssen Okay, es ist Zeit für ein paar wir, Verbesserungen. jetzt können wir aufsteigen lassen. So, wieso können wir nicht aufsteigen lassen? Gemeindezentrum brauchen wir noch. Okay. Das Gemeindezentrum. Ah, wir brauchen noch Einwohner. Es ist ein bisschen doof. Ich baue das jetzt einfach mal so hin. Ach, ich
brauche einen Metallschaum auch. Wo ist der Metallschaum nochmal? Hier. Oder? Nein. Ist das hier? Entschuldigt mich, oder ist das? Ja, das ist Eddie. Ah. Ich glaube, ach, das ist so groß auch noch. Oder lassen wir das? Warten wir einfach, bis dass wir den Metall schon haben. Das würde ja hier genau hinpassen. Wenn wir das verschieben. Hat er da noch was? Ja, hat er noch. Dann können wir Gemeindezentrum bauen. Sehr gut. Und jetzt können wir aufsteigen lassen. Oder? Na toll. Konserven hat Nahrung. Wo haben wir wieder die Konserven? Aber wir können aufsteigen lassen. Und hier ist zu kalt. Ich baue hier jetzt einfach. Jetzt brauchen wir wieder Metallschaum. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, ja. Alles gleichzeitig ist ja klar. Aber jetzt brauche ich. Also, was wollte ich jetzt bauen? Konserven aber. Dann wird wahrscheinlich Fisch, ist klar. Zu wenig sein. Hier. Alles installiert. Probier es aus. So. Perfekt. Und jetzt können wir aufsteigen lassen und nachher machen wir den Strom. Bereit für Beförderungen, warum geht das nicht? Müssen wir den Energiebedarf noch decken? So. Jetzt. Klicken Sie auf geeignete Gebäude. Warum funktioniert das nicht? Ich sag mal, hat hier jedes Spiel bei mir einen Bug oder warum? Ja. Mach ich ja. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Warum geht es jetzt? Wir finden für Sie die Antworten. Ach, ich brauche Metallschaum. Ach ja, na toll. Also, dann bauen wir noch eine Metallschaumfabrik. Und da bauen wir gleich noch ein Modul dran und noch eins. Ist egal, wir brauchen sowieso noch Petromechan. Petrochemikalien. So, hört sich. Ja, dann sind wir natürlich hier im Minus, aber das ist uns egal. So, und das ist wieder eine Mine. Ja, ja. Jetzt haben wir kein Molekül. Okay, dann müssen wir. Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist.
Markus, deine Stimme ist wichtig. Ach Mann, dann reißen wir das weg. Du willst nochmal die Details? Dann können wir das hier machen. Dann machen wir noch Logistik. Dann haben wir 35. So, dann kriegen wir auch genug Metallschaum. Und dann können wir aufsteigen lassen. Ey, wie viel braucht man denn für eine Beförderung? 5 oder was? Ey, das ist ja nicht zu fassen hier. So, dann haben wir 79 von 250. Aber kann ich hier was kaufen? Hey, danke, das. Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei. Wie kann ich hier mehr? Ah, hier. Neuen Erfolg erhalten. Ja, kaufen wir. Lecker. So, dann können wir weiter aufsteigen lassen. So, ich glaube, jetzt haben wir die 250. Perfekt, hat sich definitiv gelohnt. Jetzt sind wir auch wieder in der Statistik im Plus. Perfekt. Aber erst muss ich noch schauen, ob wir jetzt, ja, das will ich schon noch fertig machen, weil sonst sind sie unzufrieden. Das war die falsche. Das war die falsche. Aluminium. Ups, dann habe ich vorher die falsche ausgebaut. Aber wo ist das Aluminium jetzt? Ey, ich komme so durch hier. Nein. Wo ist denn unsere Aluminiumfabrik? Ist das? Nein. Hier. Ach, da komme ich immer durcheinander. Ich glaube, den lasse ich jetzt. Erstellen Sie einen Transferroute für Superlegierungen von Akkerscholl nach... Okay, machen wir. Nächste Route. Superlegierungen. Ja. Problem. Das heißt... Eine Transferroute für Supermärkte von allen. Okay, produzieren Sie Supermärkte in der Arktisregion. Habe ich das schon oder nicht? hier habe ich noch nicht. Das Protokoll sieht in solchen Fällen folgendes vor. Wollen wir hier hin? Dann haben wir. Doppelregierungen. Ah, ups. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Stadt. Dann sind wir wieder im Aluminium. Okay. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ich weiß nicht, ob wir. Ich glaube nicht, dass wir Superlegierung in der Arktis brauchen. Ein Schritt näher zur Unsterblichkeit. Und ich würde mich perfekt, so. Damit wir das hier entwickelt haben.
Jetzt sind wir in der Bilanz auch schon im Minus, aber ich glaube, jetzt gehen wir wieder mal auf die ermäßigte Zone. Aber das in meinem nächsten Part. Dann ciao Leute und bis gleich.